Manchmal entsteht ja etwas, weil man sich langweilt. Man muss sich etwas sich ausdenken, dass der Kopf etwas zu tun hat und die Hände und so. Und die Arbeit, so wie ich sie verstehe, ist eigentlich etwas sehr Unterhaltendes. Oder? Es ist auch natürlich eine gewisse Sucht da, einfach die Unterhaltung zu haben. Und die Unterhaltung besteht worin genau für dich? Die Unterhaltung, ja, besteht einerseits so aus der Spannung heraus. Also man hat irgendeine vage Vorstellung von etwas, wo sich nachher vielleicht mit Hilfe von Zeichnungen oder von Modellen konkretisieren. Und nachher ist eigentlich bis zum Ende von dem Prozess ist die Spannung da, gelingt es oder gelingt es nicht, muss es lockieren oder kann ich es weiterführen und so. Das behaltet einem irgendwie schon dran. Das Wichtigste ist, dass er einfach viel Zeit für sich hat. Oder? Und, ja, auch ins Atelier kann zum Beispiel am Morgen, ohne dass er weiss, was er wird machen, einfach hingehen und plötzlich ist da so der Vater da, den er aufnehmen kann und dann entsteht wieder irgendetwas. Er arbeitet gerne noch mit den Händen. Oder? Viele Leute staunen, ja, dass er das nicht durch einen Computer machen lässt. Also, dass er wie andere einfach mit einer Skizze irgendwie ins Büro geht und sagt, das ist das Problem und das sollte am Schluss raus schauen. Tut mir das mal ausrechnen, wie ich das machen muss. Dann würde er sich einen Teil von dem wegnehmen. Oder? Also es wird einfach flach auf einem Bildschirm und er probiert gerne selber mit dem Material aus, was es für Möglichkeiten gibt. Die Fotoarbeit, die Man Ray gemacht hat, hat eigentlich genau die typische Standbein-Spielbein-Stellung, die ich gesucht habe. Und diese Zeichnung hat mir dann geholfen, dabei, also eine symmetrische Grundposition ermitteln in dieser Zeichnung hier, also das, was hier rot ist. Und diese beiden Zeichnungen habe ich nachher als Ausgangspunkt braucht für grössere Zeichnungen, wo es mir darum ging, zwei Negativkörper eigentlich herzustellen, also zu definieren, die Tänzerin als Lehrform zu machen.
Das ist wieder die Grundposition und die mit dem verlagerten Gewicht. Ich muss noch einfügen, dass eigentlich beide Walzen eigentlich identisch sind. Die haben die gleiche Form. Sie sind nur Phasen verschoben. Wenn ich an Markus und Zeichnen denke, denke ich immer an diese Büchlein, die er immer bei sich trägt und wo er Notizen macht, kleine Zeichnungen, Ideen und die dann auch später von Pablo Stelli, diese drei Bücher, herausgegeben. Aber auch in Amsterdam hat er ein kleines Büchlein mit Zeichnungen herausgegeben. Das ist so direkt. Ne? Andere Leute brauchen Zeit und müssen nachdenken und was. Und bei ihm geht das so, fließt sofort Idee in Zeichnung. Eigentlich war es eine Materialsammlung. Also ich habe die Sachen notiert, die ich das Gefühl hatte, ja, das zeichne ich oder aufschreibe. Und wenn ich das hinten drin sehe, ist es wirklich etwas, das wie einen Grund gelegt hat für die spätere Arbeit. Also ich sehe es heute, wenn ich an irgendetwas arbeite, kommt mir plötzlich Arbeit aus dieser Zeit sind. Manchmal bin ich selber erstaunt, wie nach ich dann an den Sachen war, die ich heute mache. Ich habe auch gesehen, dass man manchmal riesige Umwege macht, bis man zu einer Realisierung kommt. Er fand der Schweiz damals ein bisschen, ich weiß nicht, war zu steif. Und hier in Amsterdam waren die Straßen nicht so sauber und die Leute ein bisschen. Es war was Spielerischer. Oder, das hat ihm sehr angezogen. Und das hat auch Monika sehr gefallen. Musik.
Ich habe schon das Gefühl, dass sich für Markus Freiheit vom Denken und Schauen ergeben hat, wo er in Bern viel mehr so in dem Kreis der Kolleginnen noch war. Oder manchmal war das gut, manchmal ist es aber auch eine Klammer, wie du so die Berner Gruppe oder die Zürcher Gruppe oder ich weiss nicht, welche Gruppe bist. Oder da wirst du nicht als Individuum wahrgenommen, sondern du hast immer den Gruppenauftritt. Und mit dem Weg auf Holland ist er, glaube ich, schon zuerst mal eigentlich total auf sich gestellt gewesen. Und das hat für mich so einen Energiefluss gegeben. Er ist wahnsinnig produktiv dort geworden. Also so ein Dammbrochen, also ganz schön. So. Eben sind 1969 nach Amsterdam gezogen, wo wir nachher 4 Jahre geblieben sind. Mit dem Wohnortswechsel habe ich auch ziemlich rasch auf eine andere Art davon arbeiten. Also ich habe plötzlich wieder viel mehr gezeichnet. Während dem vorher, so gegen Ende 60er Jahre, ist die Arbeit immer mehr so ins Konzeptuelle gegangen. Es sind mehr so, so Ideenkunst gewesen, Sachen, die man sich hat ausgedacht und vielleicht, wo nachher die Art, wie man es formuliert hat, dass, zweitrangig war. Also es ist, es konnte Text sein oder es konnte Aktion sein oder ein Film oder eine Arbeit mit Ton. Das ist hoch, aber, ja, aber ich finde es schön eigentlich für das, weißt. Also es ist ja eine Geschichte, wenn es tief ist. Ja, weißt, also ein Fluchtpunkt ist schon da oben hoch. Ja, das ist ja gut. Es war ein schöner Sommertag und wir sind dann spazieren gegangen. Und da war es so warm und die Vögel waren herum und immer diese holländische schwarz-weiße Kühe. Und dann hat Markus da plötzlich gesagt, dass die Kühe, die schwarzen Flecken von den Kühen, dort ist der Haut sehr warm, weil das die Hitze absorbiert. Und das Weiß, das soll für die Kühen ein wunderbares Erlebnis sein. Da haben wir darüber geredet. Aber das fand ich so fantastisch, um diese Idee zu haben, wie die Kühe die Sonne erleben sollen. Aber es war typisch für Markus, diese Idee, die mit der Wahrnehmung immer einen Schritt weiter zu gehen als sagen wir, als normale Menschen. Das ist wichtig für ihn. Und das ist immer so bei alles, was er macht. Weil es basiert sich auf Wahrnehmungen, die wir alle haben, aber dann geht er einen Schritt weiter. Ich bin praktisch ohne Comics aufgewachsen. So. Das hat, in der Schweiz war das dann recht unbekannt. Das war erst nachher so, Anfang 50er Jahre sind plötzlich die Mickey Maus gekommen. Die waren aber dann verboten. Oder? Und, hat man nicht unbedingt gerade Zugang gehabt dazu. Die Ausstellung hat den Namen trägt, Planetarium. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn man zur Tür reinkommt.
dass man den Kopf sieht von Mickey Mouse, der aber ganz wild eigentlich aus räumlichen Elementen zusammengebaut ist. Und ja, das nachher bei der Ausführung habe ich einfach Material zusammengesucht, das sich eignet, zum Beispiel für die schwarze Umrisslinie vom Gesicht, einen schwarzen Gartenschlauch braucht, den ich so im Raum fixiert habe. Hier die rote Zunge, das war ein Teppich, den ich verschnitten habe. Ja, auf jeden Fall alles Gegenstände oder Elemente, die ich so in näherer Umgebung gefunden habe, also in der Stadt, einfach in den Läden oder irgendwo. Wann war das? 79, glaube ich. Hatte die Idee gehabt, um die großen Tücher zu machen da oben. Und das war schwierig, weil das Studio niedriger war. Ich konnte die Tücher entweder nur am Boden legen oder so vom Wand abhängen. Und dann hat er herausgefunden, wie er mit Polaroid und ein Epideoskop kleine Dinge groß projizieren kann. Und so sind die Tücher entstanden. Und da war dann ein Bild von Monika, so aufgelöst in Gelb, Rot und Blau. Das, und dann noch, ging er das noch einen Schritt weiter. Hier, so. Und das war eigentlich ein Bild, das könnte man nicht mehr sehen im Museum. Da muss man eigentlich irgendwo 100 Meter aus dem Museum gehen. Und das, von dieser Abstand sieht man dann, könnte man das Bild sehen. Das hat nicht mehr viel mit dem selber zu tun. Eigentlich. Das ist etwas anderes als ein zeichnetes Porträt zum Beispiel. Die grossen Tücher. Oder? Das ist dann ein Konzept, eigentlich, oder, wo man selber, ich weiß nicht, es könnte auch etwas anderes sein, oder, was so dargestellt ist.
bin jetzt inzwischen auch an was ich arbeite. So, wenn ich irgendwann an einer Kante arbeite, weiss ich, was die darstellt. Ich wollte, dass der Ellbogen hier ein bisschen höher ist als hier. Das macht nachher so die Wippbewegung. Bewegung ist etwas völlig anderes, als wenn man da nur einfach zwei Bewegungsphasen, wie ich sie in den Zeichnungen hatte, sieht. Das heisst man wirklich erst, wenn sie fertig ist. Das ist auch ein Grund, sie zu machen überhaupt. Kairos heisst, kommt von drehen und es kommt schauen. Oder schauen, man kann schauen, wie es dreht. Das Spannende für mich war daran, als ich angefangen habe, mich mit Spiralen zu befassen. Also, dass die dreht, wenn man sie so vor einer weißen Wand hat angeschaut, dass man nicht mehr die Dreidimensionalität der Drähte gesehen hat, sondern dass die wie Linien haben ausgesehen, die Fähigkeit haben, sich zu bewegen oder so. Es ist eigentlich auch ein alter Wunsch, also im Raum können zu zeichnen. Oder? Das ist wahrscheinlich auch so ein Motiv gesehen für die Entstehung von Eva, also eine Linie in den Raum setzen. Wir sind in den späteren 60er-Jahren zum ersten Mal nach Ramatuelle in Südfrankreich. Dann gerade für ein paar Monate. Und das ist dann mit der Zeit schon so ein zweiter Arbeitsort geworden. Das war eigentlich auch ein Reiz. Also ich habe wenig Werkzeuge oder so mitgenommen und geschaut, was passiert. Eben, wenn man sich anfängt, langweilen und irgendwie mit dem Material von dort etwas anfängt zu machen.
in der Zeit, in der ich so intensiv gezeichnet habe und mich mit Linien beschäftigt habe, habe ich eigentlich angefangen, auch die Zeichnung als fast eine Art Plastik anzuschauen, nämlich dass dort Graphit abgelagert wird auf einem Papier und dass man das eben auch schon als Material kann sehen kann. Und der Schritt, das nachher vom Grund zu lösen, ist eigentlich nachgelegen. Und später ist nachher die Zeichnerei im Raum noch auf eine andere Art wichtig geworden, nämlich dort, wo man als Betrachter nachher verschiedene Positionen einnimmt zu dieser räumlichen Zeichnung oder dort eigentlich auch noch Morphosen sieht. Ich glaube, Markus ist geboren mit diesen Sachen. Das ist alles in seinem Kopf, von, als er schon ein Kind war, glaube ich. Ich habe immer den Eindruck, dass er so viele Sachen wahrgenommen hat, gesehen hat, aber das sofort sich eigen gemacht und dann weiterentwickelt. Diese Art, es ist ein bisschen erfinderisch, wie ein Erfinder, wie er zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob ich das sofort finde, diese Pfeife, wie er das gemacht hat, erst so ein Skelett. Und dann geht das weiter. Und das immer mit ganz einfachen Mitteln. Und da sieht man, wie das gemacht worden ist. Er hatte diese Polaroid-Kamera entdeckt.
Und das war für ihn, der immer seine eigene Arbeit betrachtet und darüber nachdenkt und die Stadien von Form untersucht fast. Und dafür ist Polaroid natürlich wunderbar. Die Entstehungsgeschichte des Duo war ziemlich lang, also mit vielen Modellen. Also die ersten waren zum Beispiel aus Karton, aber immer aufgehängt. Also das war eigentlich von Anfang an die Idee, dass man die aufhängt. Oder Teil habe ich auch so mit gefundenen Zweigen gemacht. Dann bin ich auf geometrische Formen gekommen. Also habe zum Beispiel also mit Gummiringen gearbeitet. Als ich die geometrischen Formen entwickelt habe, habe ich gemerkt, dass das so eine gewisse Ähnlichkeit hat mit Comicsfiguren aus den 40er Jahren. Je pense à demi-mètre peut-être. Ich habe eigentlich das Motiv der Gesichter immer interessant gefunden, weil man als Mensch eigentlich wahrscheinlich die präziseste Wahrnehmung hat im Hinblick auf die Gesichter. Ich kenne kein anderes Motiv, das man so fein differenzieren kann wie beim Gesichtsausdruck und vielleicht auch Körperausdruck. Aber das Gesicht ist wirklich so ein System von Zeichen, das man von Kleinkind an lernt lesen. Oder? Er beschäftigt sich natürlich nicht mit Politik oder unserer Zeit. Aber da kann man sich irren. Vielleicht später sieht man etwas in ihm. Mit Kunst weiß man es nicht, wenn Kunst wirklich wichtig ist. Und das weiß man nie, ob es bleibt. Wenn Kunst bleibt, dann heißt das, dass jederzeit sich da in gespiegelt sieht, etwas da ihn entdeckt. Die Kunst wird mitgenommen in neue Zeiten. Und man guckt mit anderen Augen und entdeckt dann andere Sachen. Aber wie das bei Markus geht, keine Ahnung. Zwei verschiedene Motive in eine Skulptur zu bringen, ist etwas, was mich davon interessiert. Und eigentlich bin ich auf einem ziemlich so mühsamen Weg zu dem gekommen.
Und als ich gesehen, wie man das machen kann, habe ich plötzlich ist mir durch den Kopf, dass das ja ganz etwas Banales ist. Also, dass ja jeder Stuhl von der Seite anders aussieht als von vorne. Also, dass man eigentlich immer einen beliebigen Seitenriss mit einem beliebigen Aufriss kann kombinieren kann. Ist das sehr tief drin, das Denken, es könnte auch gerade so gut anders sein. Oder? Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Hauptthema in seinen Sachen. Einfach. Dass er sich fragt, wie könnte es auch noch sein? Also bei allem hinterfragen, ist das wirklich die einzige Art von einer Sache zu sehen? Es geht nachher immer ja darum, dass es eine Plastik gibt, die interessant ist. Also es reicht nicht, zwei interessante Motive zu haben. Die Zwischenformen haben mich auch immer mehr interessieren. Also der Raum, wo man nachher eigentlich freie Möglichkeiten hat, die Übergangsformen zu gestalten. Was essentiell ist, das geht direkt in die Seele. Und das ist mit Kunst eigentlich auch. Man sieht ein Bild oder sieht ein 10 Bilder und dann ist da ein Bild, das sagt, das ist es, das ist fantastisch. Aber warum? Und das ist wie Musik. Und man kann schon darüber reden, aber die Essenz, was da eigentlich geschieht, das weiß man nicht. Das Bild kommt in den Kopf und was da alles in der Computer da hinten und dann das Resultat ist, dass man denkt, gosh, das ist schön. Aber was das ist und warum es so wirkt, warum ein Bild so wirkt und ein anderes Bild nicht. Und wenn man einen Künstler gerne hat, seine Arbeit, dann hat man das öfters. Und das ist mit Markus der Fall bei mir. Also Markus, viel Glück!
Ja, ich habe nicht einmal das Gefühl, dass ich wirklich Geduld habe. Das sieht vielleicht so aus, also dass weil ich Sachen über lange Zeit immer wieder aufnehme oder so. Und eigentlich ist es nicht Geduld, die das ermöglicht, sondern dass ich manchmal Sachen liegen lasse, weil eben Geduld erschöpft ist oder wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme. Aber in einem späteren Moment plötzlich so die Lust habe, die Sache wieder aufzunehmen. Also, dass ich irgendwie eine Möglichkeit sehe, sie weiterzuführen. Ja, dadurch, dass das eigentlich nicht so unter Stress passiert, also dass ich das entstehen kann, sind das langsame Prozesse. Rauskragen, Rand, das weiß ich noch, dass ich hier habe, so daran denke, dass ich es jetzt mache. Ich habe gefunden, Eisen gilt am besten. Und einfach auch, weil das ist das Ganze so eine Maschinerie. Oder? Ja, zuerst habe ich gedacht, wir könnten einen Motor reinbauen. So. Aber dann habe ich gesehen, wie lange das nachträgt. Habe ich eigentlich gefunden, es ist schöner, wenn das langsam ausschwingt und nicht immer die gleiche Geschwindigkeit hat. Oui. Venez voir. Comme ça. Oui. Thank you.
fehlt etwas. So. Also Sie sehen. X ist gut, ja. Aber da ist eher das Stück zu viel hier. Eine Fortsetzung von dieser Fläche hier. Das ist von dieser hier noch etwas weiter weg. Ja, gell, das könnte. Würde es bringen, glaube ich. Genau, nur. Das wäre die Fortsetzung. Ja, ja. Dann hätten wir noch eine Ecke, gell? Ja, ja. Weil der wäre da aus. Ja, ja. Aber nicht kein Wartungsmoment. Aber das ist aber eben der. Das ist eben der. Der. Ja, ja. Ich glaube, der fällt einfach wirklich weg. Der wird wirklich ja, ja. weggeschnitten, weil, ja, ja. weil der eben rechtwinklig ist. Ja, ja, genau. Also, ja, ja. Er wäre ja. eben da. Ja, ja. Wir hätten einen oder den anderen.